Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin Egon und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wir sind die Inkas im Krieg mit zweierlei Großmächten. Oh no, Basra kann jetzt eingenommen werden von dem Hubschrauber, da habe ich nicht dran gedacht. Da müssen wir Basra wohl oder übel zurückerobern. Ja, und der Hubschrauber kann natürlich... Och, und dann ist es auch noch Askia. Oder er hat ihn gar nicht eingenommen. Aber... Nee, warte mal, jetzt sind erst die Niederlande dran. Und jetzt greift Askia an. Mit doch mehr, als ich gedacht habe. Kopenhagen steht vor der Übernahme. Und ich glaube, wir können es nicht halten. Doch, wir haben es gehalten. Oh. Seltsam. Da unten steht immer noch verarbeitete Runde für Zivilisation Niederlande. Dabei ist Askia gerade am Start. Der Basra nicht eingenommen hat. Warum nicht? Ich meine, mir ist das recht sein, aber... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hahaha, sieht doch gut aus. Sie haben es nicht eingenommen, okay. Aber wir haben ein Riesenproblem. Es kommen immer mehr Einheiten. Ich habe gedacht, irgendwann ist es auch mal gut. Aber sieht doch ganz mal so verkehrt aus. Kopenhagen steht auch noch. Aber die können wir nicht, Nee, Kopenhagen müssen wir leider aufgeben. Werden wir auch, aber erstmal zerstören wir ihn hier. Dann zerstören wir... Haben wir hier nicht eine mobilen Boden-Luftrakete? Die haben wir verloren. Riebe. Oh, schön, dass Riebe auch angreifen kann. Dann die Atombombe. Wir könnten die Atombombe noch werfen. Um... Kopenhagen zu retten, wäre das... Ich glaube, das machen wir. Ja, machen wir das. Hierhin. Sorry für Kopenhagen, aber ich glaube, das ist momentan so das Beste, was wir machen können. Atomkrieg. Der Spaß für die ganze Familie. Kopenhagen... Kopenhagen hat auch was abbekommen. Sollen wir das ganze Zeug verkaufen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn wir Kopenhagen schon aufgegeben haben, dann können wir es eigentlich auch behalten. Heieiei, überlegen wir gleich. Aber verkaufen, dann können wir Armeen für... Aber wenn wir Kopenhagen dann doch halten, dann... Wie man es macht, ist es falsch. dieser Kampfhubschrauber und diese mobile Bodenluftrakete sind meine Hauptprobleme. Um die muss ich mich kümmern. So, du, sehr schön. Du kriegst ein Bonus gegen Fernangriffe, denn du wirst viele Fernangriffe erfahren. Und greifst mir wen an? Erst die mobile Bodenluftrakete, dann können wir, wenn das denn erledigt ist, denn auch mit unseren Bombern rüber. Du bekommst Sperrfeuer, könntest ihn hier angreifen, aber greifst ihn hier an, weil das jetzt unser Ziel ist. Das bedeutet für dich, dass du wahrscheinlich auch lieber hier runter gehst. Nee, du kannst hier eins rüber und ihn angreifen, ja. Dann haben wir hier euch und ihr seid des Untergangs geweiht, so wie das aussieht. Ja, wir könnten, claro, ihn hier zerstören, aber um welchen Preis? Um den Preis von 3 Einheiten, das machen wir nicht. Dann gehst du nach Damaskus und heilst dort. Du suchst dir auch ein schattiges Plätzchen. Ah, kannst du nicht. Springen kannst du auch nicht, dann bleib hier. Du kriegst hier vom großen General... Oh, wobei der große General hier eine Zitadelle bauen könnte. Das macht er. Hier ist nämlich auch die zweite Front und dann haben wir hier ganz dolle viel gewonnen von. Du bekommst unwegsames Gelände und greifst tatsächlich... Nee, du greifst hier nicht an. Das hätte ich gerne hier drüben. Wie schnell kannst du da sein? Probier das mal. Heilen in Damaskus und... Ihn zerstören würde nichts bringen. Dann gehst du hier hin ins Kriegsgebiet.
In der Hoffnung, vielleicht Kopenhagen auch. Wir verkaufen das Zeug in Kopenhagen. Wir ticken jetzt alles, was wir in Kopenhagen haben. Denn es sieht nicht gut aus. Die mobilen Boden- und Luftraketen können Städte einnehmen, wie wir wissen. Oder wir kaufen Stadtmauern und noch Einheiten. Aber ob das reicht? Vor allem. Oh, eine Marine wäre hier nicht verkehrt. Naja. Nee, ich glaube, in Kopenhagen ist es echt Zeit, dass wir Zeug verkaufen. Wie zum Beispiel das Amphitheater. Die Kultur, auf die können wir verzichten. Da kommen ja 25 Gold für. Sehr gut. Dann die Bank, Börse, Fabrik, Forschungslabor, Markt, Universität, öffentliche Schule, der große Leuchtturm, der Koloss. Haha, sehr schön. Und noch jede Menge andere Gebäude. Auf das Monument können wir verzichten. Das können wir nicht verkaufen, okay. Spezielle Gebäude, die können wir verkaufen, aber die normalen Gebäude nicht. Oder geht das nicht, weil wir jetzt diese Runde schon eins verkauft haben? Ah ja, okay. Ah, gut zu wissen. Dann ist der totale Sellout abgewendet. Kopenhagen ist zu einer anderen Religion konvertiert. Das ist mir egal. Damaskus ist zu anderen Religion konvertiert. Die ist zerstört. Die Gegner gesichtet. Okay. Und große Firewall von Askia vollendet. Das bedeutet aber auch, dass wir da jetzt nichts mehr klauen können. Oder nur noch sehr, 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 sehr schwer. In Kopenhagen ist die Börse beendet. Hätten wir lieber mal was anderes gebaut, nämlich das Arsenal, das uns mehr Verteidigung bringen würde. Bringt und würde uns das noch was bringen? Zwei, drei. Nee, 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 nee. Die sind eigentlich verloren. Ich sehe nicht, wie wir hier noch gewinnen können. Wir könnten höchstens ein Maschinengewehr. Stärke 60, das ist doch nichts. Sollen wir die Stadt aufgeben? Wenn wir so ein Schiff kaufen, könnte hier das hier noch ordentlich Damage machen, weil es hier auf keine Gegenwehr stoßen würde. Aber ich glaube, wir würden es verlieren. Kopenhagen ist nicht zu halten. Tut mir leid. Tut mir leid, Kopenhagen. Einheit benötigt für Befehle. Bomber. Sehr gut. Haben wir noch den einen Jäger, der guckt, ob er hier auf Abfangen gehen kann? Nee, Quatsch, abfangen. Luftraumsäuberung. Dann nimmst du einmal das hier in Kauf. Hier ist noch ein Jäger. Damit müssen wir leben. Der Bomber hier kann angreifen. Das ist gut. Ja. Wird zwar auch von Jägern abgefangen, aber gibt Schlimmeres. Das überlebt er locker. Aber um welchen Preis? Du bist auch fit genug, hier nochmal anzugreifen. Dürftest auf keine Gegenwehr stoßen. Auf keine große zumindest. Dasselbe. Oh, nee, 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 nee. Du heilst. Ach, und du eigentlich auch. Ich glaube, wir opfern diesen Infanteristen, um Basra zu schützen. Dann müsstest du hier eigentlich auch angreifen, um Basra zu schützen. Der Bomber muss dann hier nochmal angreifen. Du. Tolle Soundeffekte. Nee, du kannst nicht. Ah, du könntest es probieren. Aber, nee, du schaffst das doch hier von alleine. Ja. Dann können wir in Basra noch was kaufen. Ach, das ist ja eine Marionette. Okay. Keine Marionette, sie ist noch besetzt. Und dann war es das für diese Runde, glaube ich, schon wieder. Du kannst dich nicht bewegen, dann machst du das auch nicht. Der Bomber macht auch nichts. Okay. Du bekommst 30 abgezogen. Und der Rest soll mal hier schön anrollen. Ich sehe nicht, was mehr hier. Drei Bomber? Heieieiei. Nicht, dass wir noch Medina verlieren. Nun gut, müssen wir mal schauen. Da war ich auf ganz, in ganz großen Schritten auf dem Weg nach Amsterdam. Und wir scheitern dann hier doch am Basra. Aber wie gesagt, sie haben keine Einheiten parat, die es einnehmen könnten. Zumindest keine sichtbaren. Kann gut sein, dass jetzt irgendwo noch ein Kampfhubschrauber her entspringt. Aber so wie es aussieht, werden wir es halten können. Kopenhagen ist verloren. Da, von dem haben wir uns verabschiedet. Aber wenigstens noch jede Menge Damage gemacht mit unserer Atombombe.
als kleiner Racheakt. Dann müssen wir schauen, dass Aarhus nicht drunter leitet. Ah, du hättest hier angreifen können. Na, zu spät. Also im Heilst du nicht, wenn du angreifst. Ungeheilt bist du natürlich mehr wert. Nee, da hätte es auch nichts gebracht. Wenn wir das Arsenal noch gekauft hätten in Kopenhagen, glaube ich nicht. Ach, das tut weh, Kopenhagen abzugeben. Aber nun denn. So, Punktetechnisch sind wir sogar noch vorne. Askia hat es nicht geschafft, uns da den Schneid abzukaufen. Minus 4, aber in der Zitadelle haben wir ja so viel Boni. Ach, schade. Naja, aber das erobern wir zurück. Gar kein Problem. Was er sich hierbei gedacht hat, weiß ich nicht, aber ich nehme es gerne an. Hier müssen wir einstecken. Das ist so gewollt, das ist so geplant, das ist kein Problem. Aber mit unserer Fliegerstaffel werden wir ja so einiges an Damage ausrichten können. Ai, ai, ai. Alle sehen die Taktik. Die mobile Infanterie! Yeah, der Tag ist gerettet. Zack. Zack. Und 5 Gold nur! jetzt brauchen wir noch ein paar Infanteristen. Wir haben gerade, glaube ich, alle aufgegeben. Nun denn. Lieber in die Stadt und von dort aus wen bombardieren? Ihn hier, das ist jetzt mein neues Ziel. Mechanisierte Infanterie. Yeah. Modernisieren. In freundlich gesinnten Territorium. Wir sind nicht im freundlich gesinnten Territorium. Ei, ei, ei. Wo ist unser Freund? Weit, weit weg. Naja. Du kannst angreifen. Ah, hier, schau mal, was es dort Schönes gibt. Dann gehst du eins zurück. Die mobile Bodenluftrakete. Die mechanisierte Infanterie wird diesen Krieg gewinnen. Ja, so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Stadt annektieren. Nee. Oh, minus 15. Kein Wunder, dass wir hier verlieren. Dich. Die Panzerabwehrkanone kann, glaube ich, Basra einnehmen. Und der Fallschirmspringer könnte das auch. Es wird sehr, sehr eng. Ach, aber jetzt ist der in Basra. Oh, und du bist ja auch eigentlich am Start. Modernisier dich mal. In der nächsten Runde. Ach, wenn wir nicht annektieren, bekommen wir noch weniger. Minus 15, das ist viel zu arg. Wo willst du hin? Na, ja, du hättest hier oben helfen wollen. Das ist zwar löblich, aber jetzt dann doch unnötig. Gehe hier rüber. Yamama, lass mir Yamama sein. Wobei, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir Yamama einnehmen könnten? Nee, das lassen wir auch. Wir lassen das. Gehen hier lieber eins vor, greifen an. Und mit die 1, 2, 3 kommen wir nicht so weit. Dann können wir dich oder dich angreifen. Greifen wir dich an. Das ist der Raumschiff-Booster. Ah ja, selbst die Araber sind schon jetzt dabei. Riebe. Ja, da mache ich mir keine Sorgen, da ist ja nicht viel. Der Bomber ist fit, sehr gut. Dann erledigt er hier den Rest. Sehr unzufrieden. Gut, aber sterben wirst du deswegen nicht. Und es wird trotzdem reichen, ihn hier umzubringen, hoffe ich doch. Und da kommt auch keine Verteidigung, sehr gut. Nice. Ja, ihr verliert jetzt alle 30 pro Runde. Das soll so, das passt so. Dann haben wir hier noch jede Menge Bomber, die tatsächlich so einiges ausrichten können. Dich hier nämlich, ja. Oh, den habe ich übersehen. Ich dachte, da wäre keiner mehr da. Aber, nun denn, jetzt ist einer da. Der Bomber ist auch nicht so weit erholt. Luftraumsäuberung auf ihn. Ah, kein. Ach ja, hätte ich mir ja denken können. Ihn zerstören oder ihn schwächen?
Ihn zerstören oder ihn schwächen. Wie viele Angriffe haben wir noch? Ihn zerstören. Ihn zerstören. Je mehr Tote, desto besser. Und er braucht auf jeden Fall länger, um hierher zu kommen. Das schaffen wir. Und du tötest ihn. Hahaha. Ich muss mich mal aufrecht hinsetzen. Ich bin hier in so einer Lungerstellung. Das ist nicht gut. Handelsweg, 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 Handelsweg. Abmachung. Abmachung. Genghis Khan, da sieht es so aus, als ob wir ein Luxusgüter brauchen können. Jo. Was verlangt er dafür? 310 Gold, Eisenkohle, Öl, Aluminium, Uran, offene Grenzen. Das ist mir zu viel. Das wird unser Problem jetzt eh nicht lösen auf einmal. Und hier gibt es auch nicht wirklich was. Naja. Offene Grenzen, die wir verkaufen können. Was wollt ihr als nächstes erforschen? Ein Verbrennungsmotor. Oder, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gibt es eine Möglichkeit hier irgendwie an die letzten Teile des Raumschiffes zu gelangen? Nein! Also nicht so schnell. Die Teilchenphysik bringt deswegen nichts. Deswegen diesen Weg. Gerne auch hier rüber. Ja. Kampfpanzer, Stärke 100. Ja, ja, das passt. Und die mechanisierte Infanterie mit ihrer Stärke 90 gewinnt uns den Krieg jetzt. Das ist klar. Dazu kaufen wir mal noch einen. Und zwar in Urmanga. Nicht Produktion ändern, sondern kaufen. Wo ist sie? 730 nur, das ist ja geschenkt. Oh, da können wir gleich... Dann verkaufen wir tatsächlich die offenen Grenzen und können gleich noch einen kaufen. Harun al-Rashid hätte die gerne, hoffe ich doch. Offene Grenzen, was wir dir vergeben? 40 Gold reicht schon. Um dann noch eine mechanisierte Infanterie zu kaufen in Medina, die aber noch Marionette sind. Dann kaufen wir einen Riebe. Kauf. Mechanisierte Infanterie. Und du brauchst noch normale Infanterie. Das ist okay. Wir können ja gleich dann die updaten. Produktion wählen Samarkand. Da machst du eine mechanisierte Infanterie. Und du bleibst bei deiner Einheit. So, in der Hoffnung, Basra nicht zu verlieren, drücke ich auf nächste Runde. Kopenhagen wurde eingenommen. Das ist klar. Schade drum, aber... War zu verschmerzen. Oh, eine Atombombe. Jetzt sind wir auch mal Opfer von Atombombenangriffen. Das verurteile ich sehr. Dass wir das zum Atomkrieg machen. Nee, also wenn ich sie schmeiße, ist es ja das eine Ding. Aber wenn andere sie schmeißen, dann finde ich das total verachtenswert. Das ist unfair gegenüber den Leuten in Mekka. Ich weiß gar nicht, warum sie es auf Mekka geschmissen haben. Aber so wie es aussieht, werfen sie auch einen auf Basra. Ah nee, das war ein normaler Bomber. Okay. Und die Raketenartillerie greift schon gar nicht mehr an, weil sie wissen, das ist unnötig. Nun denn. Kommt jetzt doch noch eine Atombombe. Nein, gut. Das hätte ich gerne bei Basra stehen. Minus 13. Minus 8. Oh ja. Nö, ich glaube, da gewinnen wir pro Runde mehr Health Points, als dass wir verlieren. Aber dafür ist die Grenze hier sicher. Und wir müssen uns um diesen Hubschrauber kümmern. Das kriegen wir hin. Aber erstmal ihn hier zerstören. Kannst du soweit schießen? Nee, 1, 2, 3, 4. Schade. Machst du die mobile Bodenluftrakete klar? Du... Ach. Tja. Jäger, Luftraumsäuberung. Einmal bitte. Und die Bomber. Gegen Landeinheiten, ja. Diese Vorteilung wäre Verschwendung. Jetzt hoffen wir mal, dass die Jäger von hier nicht zum Einsatz kommen. Ne, sieht nicht so aus. Und wir hoffen auch, dass die Bomber überhaupt was ausrichten können gegen die Kampfhubschrauber. Denn eigentlich, in der Realität, dürfte das ja ein Kampf mit ungleichen Mitteln sein, der gar keinen Sinn ergibt. Oh, und wir haben mehr eingesteckt als er. Seltsam. Wir sind auch immer noch... Oh, wir sind nicht mehr ganz so unzufrieden. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, der Unzufriedenheit Herr zu werden. Das testen wir gleich aus.
Hier zerstören wir aber auch, wir können ihn gar nicht zerstören. Trotz der mechanisierten Infanterie. Frechheit. Und Aarhus zerstört ihn ohne Probleme. Du zerstörst ihn ohne Probleme. Und falls es doch Probleme gibt, kommst du zu Hilfe. Machst du auch. Und bist hier im sicheren Hafen der Zitadelle. Da soll erstmal einer kommen. Produktion wählen. Wenn die Zitadelle überhaupt noch irgendwie was wert ist, denn wir sind in einem Zeitalter, da werden Kriege nicht mehr mit Schwertern geführt. Oder, ja gut, Zitadellen waren auch schon zu Schießpulverzeiten da, aber ihr wisst, was ich meine. Mechanisierte Infanterie, die Atomrakete ist klar. Ist startklar, sehr gut. Ich überlege tatsächlich, ob wir vielleicht Kopenhagen... Oh, dich habe ich übersehen. Gleich mal hin. Ob wir Kopenhagen nicht eventuell doch zurückerobern sollten könnten, aber das wäre... Nee, es ist nicht von Interesse für mich. Es ist nicht von Interesse, von daher lassen wir das erstmal. Fortifies du? Ich weiß es nicht. Nee, geh lieber zurück in die Stadt, denn es bringt ja nichts, das hier zu fortifieren. Da sollen die erstmal kommen. Die müssen ja hier unglaublich viel Weg, Fortbewegungspunkte aufbringen, um überhaupt nach Medina zu kommen und dann noch an der Zitadelle vorbei. Von daher kannst du in der Stadt heilen. So, ihr drei, ihr beiden. Kommt ihr zu Wasser? Wenn ihr zu Wasser kommt, dann müssen wir uns bestimmt diesem Jäger und diesen Bombern hier ausgesetzt sehen. Das wollen wir nicht, das ist nicht schön. Oh, und da fällt mir auf, du bist auch eine sehr, sehr große Gefahr für uns. Da fällt mir wieder auf, Unzufriedenheit, Unzufriedenheit. Schau mal, die Araber haben nichts mehr. Aber Genghis Khan hatte noch etwas, nicht wahr? Luxusgüter, Gewürze, was verlangt ihr dafür? Gold, Eisenkohle, Kohle, Öl, Aluminium, Uran, Brei. Mit dem Uran bin ich nicht ganz einverstanden, aber den Rest kannst du, glaube ich, echt haben. Das ist es mir wert. Luxusgüter, ja, was verlangt ihr dafür? Eisenkohle, Kohle, Öl ist alles, so weit, so fort. Offene Grenzen auch vorschlagen. Inakzeptabel. Vielleicht immer noch ein bisschen mehr Gold dazulegen. 400 vorschlagen, auch nicht. Wir haben gar nicht so viel. Ah ja, dann macht doch noch 2 Gold pro Runde. Vorschlagen, auch nicht. Und 4 Gold pro Runde. Vorschlagen auch nicht. Und 6 Gold pro Runde. Ja, da sind wir im Geschäft. Das wäre auch mein letztes Angebot gewesen. Aber dafür haben wir diesen Malus nicht mehr, den wir jetzt schon ein paar Mal einstecken mussten, obwohl das total unnötig war. Ja, wie gesagt, ihr seid dort schlecht aufgehoben. Aber wenn ihr Wasser habt, seid ihr tot. Deswegen müsst ihr leider diesen Weg hier gehen. Und ja, greift hier noch an. Könntet ihr eine Zitadelle... Ach, die Zitadelle hier wäre ja völlig egal. Und wir sind hier im Basra ganz knapp an der Vernichtung. Denn wenn wir ihn nicht getötet... Oh, da ist ja er noch da. Eieieiei. Soll ich die Bomber lieber in Sicherheit bringen? Ich glaube schon, oder? Nee, ich sehe Basra nicht gesichert. Und wenn mir hier die Bombe... Was ist mit dir? Du hast dich schon bewegt. Dammit! Schafft ihr das? Wir probieren's. Es. Los geht's. Oh, du hättest doch... Nein! Geht das noch? Habe ich jetzt gecheatet? Ich weiß es nicht. Ach, das reicht leider nicht. Aber du kannst auch zweimal angreifen. Du, ja... Plus 150% gegen Bombereinheiten. Heieiei, da haben wir ja die richtige Einheit ausgesucht. Und nochmal. Okay. Oh, das hat nicht gereicht. Nein! Gut, wir müssen ihn leider nochmal reaktivieren. Und er hat so viele Vorbewegungspunkte, dass er passt. Oh. Okay, Basra ist verloren. Atomrakete! An Start. Und zwar, wohin? Wohin? Hierhin. Wenn wir sie hier hinschmissen, ging das? Nee, das ist zu weit weg, ne? Wo kannst du denn hin? N? Da muss doch irgendwo... Ah ja. Oh, das ist gar nicht so weit. Ah ja, gut zu wissen. Dann Alt-R. Hier kommst du auch nicht hin.
Aarhus. Nee, Aarhus ist nicht gefährdet. Gehst du nach Aarhus? Dann holen wir dich später zurück, Basra. Ja, dann brauchen wir wohl Bomber, ne? Stadion beendet. Ach so, deswegen sind wir überall bei minus 10 statt minus 15 gewesen. Oh, dabei lief das so gut. Dabei lief das so gut. Naja. Dann verabschiede ich mich mit dieser Niederlage bei der Schlacht um Basra. Wo ich aber noch nicht Hopfen und Malz verloren gesehen habe. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall auf den UN-Sieg dann doch gehen und versuchen, die Stadtstaaten zu befreien, die uns dann alle lieben werden. Und so viele Stimmen gibt es dann ja gar nicht hier auf der Welt. Ne? Ja. Hier, Riebe ist zwar angegriffen, das dürfte aber auf jeden Fall reichen, um sich zu verteidigen. Wenn der klitzekleine Raketenbug hier jetzt weg ist, ja, ist er auch. Hier, die Infanterie wird gleich abgedatet. Und so wie es aussieht, sind die Niederlande gar nicht dran interessiert, Basra einzunehmen. Das ist doch schön. Nee, jetzt ist es soweit. Schade. Wir haben gut gekämpft. Hätten wir die Bomber mitnehmen sollen? Ja, hätten wir. Das war ein großer Fehler. Jetzt haben wir nicht vier Bomber verloren. Nun denn. Oh, wie er hier teast, wie lange das dauert. Das ist nicht mit anzugucken. Das tut so weh. Ah. Naja, Genghis Khan, der Schreckliche von der Pferde. Autokraten. Yeah, Genghis Khan ist auf unserer Seite. Kann ja nur Gutes bedeuten. Du fliehst. Oh, wohin kannst du denn überhaupt fliehen? Da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Hier. Ja. Oh Gott, Riebe ist auch bei. Oh, uiuiuiui. Es gibt viel zu tun nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Geht nicht allzu hart in den Kommentaren mit mir um. Ich weiß, dass das nicht ideal gelaufen ist. Aber, ja. Das Safe Game, wenn ihr das Safe Game haben wollt und selbst nachspielen, ich glaube. Von den letzten Folgen habe ich immer ein Safe Game gemacht. Falls ihr da irgendwo einsteigen wollt, gebt mir Bescheid. Ich stelle es dann auf der Webseite hoch auf egonson.de und freue mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao, euer Egonson.